Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Eckdaten des Haushalts sind ja bereits mehrfach genannt worden. Zu erwähnen ist, dass es der Ministerin gelungen ist, bei der Haushaltsaufstellung herauszuverhandeln, dass der Haushalt um 1,7 Milliarden höher nun ausgefallen ist im Entwurf als zunächst im mittelfristigen Finanzplan, im letzten mittelfristigen Finanzplan vorgesehen ist. Und damit wird natürlich diesen Notwendigkeiten Rechnung getragen, die sich ergeben im Bereich der militärischen Beschaffungen, im Bereich Forschung, Entwicklung, Erprobung, im Bereich Materialerhalt und auch natürlich für die Auslandseinsätze, die uns zusätzliche Kosten bereiten. Und lieber Kollege Dr. Lindner, will nur erinnern, sagt es gar nicht vorwurfsvoll, wenn wir bei einigen Beschaffungsvorhaben, Großvorhaben heute Probleme haben mit Zeit- und Kostenentwicklung, dann sollte man sich daran erinnern, dass auch mal irgendwann Rot-Grün regiert hat, auch ihr. Ja, man muss da auch mithaften. Also, ich glaube, da gibt es ein sehr bekanntes Projekt, das uns große Sorgen bereitet. Wir wissen auch, dass sich die Anforderungen ständig verändern, dass die Anforderungen an die Bundeswehr immer höher werden. Davon ist bereits vieles gesagt worden. Und da, um alle diese Aufgaben ordentlich erfüllen zu können, ist es einfach dringend notwendig, dass wir auch ein hochqualifiziertes und hochmotiviertes Personal bei der Bundeswehr haben. Das war ja ein Thema, das wir im letzten Jahr in besonderer Weise mit der Attraktivitätsinitiative ja auch hier besonders behandelt haben. Die internationale Ordnung, in der sich Deutschland engagiert, Verantwortung übernimmt und versucht, seine Interessen zu wahren, ist im Umbruch. Das sicherheitspolitische Umfeld ist durch die Entwicklung der letzten Jahre zunehmend komplexer, unstetiger und dynamischer geworden, und zudem treten unterschiedliche Herausforderungen gleichzeitig an verschiedenen Orten auf. Und der Bundesaußenminister, dessen Etat wir gerade vorhin uns betrachtet haben, hat ja vor kurzem ausgeführt, dass Europas Sicherheit, oder er hat wirklich gesagt, Europas Sicherheit ist bedroht. Auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, darauf müssen wir uns einstellen. Ein Vorgang, eine Situation, die wir uns vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren so hätten gar nicht vorstellen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gefährdungsspektrum für unsere Sicherheit ist breiter, vielfältiger und unberechenbarer geworden. Und gerade vorhin ist über das Thema Cyberraum, über andere Fragen gesprochen worden, über die sogenannte asymmetrische Bedrohung gesprochen worden. Das sind alles Dinge, auf die wir auch Antworten geben müssen und die sich natürlich eben auch im Haushalt dann wiederfinden werden. Und wir haben die Probleme, die insbesondere in der außenpolitischen Debatte vorhin auch eine große Rolle gespielt haben, dass sich Staaten auflösen, dass wir in vielen Staaten eine instabile Situation haben, dass wir geradezu Anarchie in einigen Bereichen haben. Und das ist alles dazu angetan, gefährlicher zu sein und nicht und stellt uns vor ganz große neue Herausforderungen. Gefährdungen im Informationsbereich, im Kommunikationsbereich, Versorgungs-, Transport- und Handelslinien, all die Dinge sind natürlich hier bedroht, bis hin zur Rohstoff- und Energieversorgung und natürlich auch die unkontrollierte und zum Teil irreguläre Migration. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten auch unvoreingenommen uns das Thema noch mal vorlegen. Was muss die Bundeswehr in besonderen Situationen, bei besonderen Herausforderungen, denken wir mal an große, schwierige Terrorlagen und Ähnliches, im Inland leisten können. Da brauchen wir jetzt nicht die Grundsatzdebatte führen, aber wir sollten uns ganz ruhig gemeinsam diese Frage vorlegen, sollten uns dann die Frage vorlegen, ist das mit der Verfassungslage in Übereinstimmung, mit den Gesetzen, mit den Urteilen in Übereinstimmung oder nicht? Denn diese Frage interessiert auch die Bürger, was passiert, wenn. Und was mich heute früh
ja, fast geärgert hat, war die Aussage vom Kollegen Dietmar Bartsch von den Linken, der gesagt hat, wir wollen, ich habe es wörtlich mitgeschrieben, es darf keine Militarisierung des Katastrophenschutzes geben. Ich sage Ihnen, ich komme aus einer Gegend an der Donau, wo wir 2013 das bis dahin nicht Hochwasser in nicht gekannter Höhe hatten, in Passau, in Deckendorf, in Fischerdorf, wo 250 Häuser erneuert werden mussten, das bloß nebenbei jetzt bemerkt, wo damals die Menschen in großer Not waren. Und die waren alle heilfroh. Und auch die sonstigen sehr aktiven Rettungskräfte, Einsatzkräfte waren alle sehr froh, dass ganz schnell die Bundeswehr zur Verfügung gestanden hat und in dieser Katastrophe geholfen hat und Schutz geboten hat. Und deswegen sollte man hier nicht solche Formulierungen wählen, weil kein Mensch will eine Militarisierung des Katastrophenschutzes. Aber vorbeugen und mithelfen, das muss schon sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle diese Aufgaben, die so beschrieben worden sind, machen es ja auch notwendig, dass wir eine permanente, kontinuierliche Modernisierung auch der Bundeswehr vornehmen. Wir müssen natürlich eine Personalpolitik betreiben, die den demografischen Herausforderungen Rechnung trägt. Ich denke, da sind wichtige Schritte eingeleitet worden. Das gilt aber natürlich genauso für die Ausrüstung, die wir bereitstellen müssen. Und das gilt auch, und gerade in Zeiten, wo die Wehrpflicht ausgesetzt, nicht abgeschafft, aber ausgesetzt ist, ist es auch wichtig, dass wir alles tun, dass unsere Bundeswehr in bewährter Weise als Teil unserer Gesellschaft eine Verankerung in unserer Gesellschaft weiterhin erfährt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch ganz wichtig, dass wir mehr Transparenz noch bekommen. Und ich glaube, die Bundesministerin hat hier mit der Schaffung des Rüstungsbordes vieles dazu beigetragen, sodass sogar die Öffentlichkeit jetzt genau weiß, welches Waffensystem wie viel Verzögerung hat und wie viel es mehr kostet. Aber es ist das Allerwichtigste, dass wir... Ich habe den Kollegen Lindner angeschaut, weil ich an einen Spiegelartikel denke. Ist auch gar nicht zu kritisieren, um das gleich auch dazu zu sagen, sondern wichtig ist aber, dass wir uns hier einfach die Dinge vorlegen, dass wir dann auch entsprechend die Konsequenzen ziehen, dass das entsprechend gesteuert wird. Und ich denke, das wird auch entsprechend gesteuert. Und zum Abschluss will ich nur darauf hinweisen, als uns das Weißbuch übersandt wurde, hat uns die Frau Ministerin ja auch einen Brief geschrieben. Und sie schreibt darin, sämtlich darin aufgezeigte, zitiere jetzt wörtlich, Initiativen und Maßnahmen in diesen Gestaltungsfeldern gewährleisten, dass die Bundeswehr in dem sich weiter wandelnden sicherheitspolitischen Umfeld auf künftig unverzichtbare Beiträge zu Sicherheit, Frieden und Freiheit Deutschlands, seiner Verbündeten und Partner sowie zur internationaler Stabilität leistet. Soweit Ende des Zitats. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne werden wir auch die Haushaltsberatungen dann im Ausschuss angehen. Vielen Dank, Bartholomäus Kalb. Jetzt sind wir natürlich alle neugierig, welchen Spiegelartikel Sie gemeint haben, aber das können wir dann ja bilateral klären. Gut. Ja, das passiert ja öfters. So, letzter Redner in dieser Debatte, Dr. Fritz Felgentreu für die SPD.